Hallo, wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es gut und dass du einen schönen Tag hast, beziehungsweise hattest. Kommt ja darauf an, wann du das Video anschaust. Wenn du mein voriges Video gesehen hast, weißt du, ich habe meine Halsschmerzen. Und jetzt merke ich, dass es immer weiter nach unten geht, aber okay, ich rappel mich auf, weil eigentlich bin ich voll gut gelaunt. Ich habe jetzt den Lippenstift draufgetan, hab, den ich im Haul gekauft habe, aber mit noch was anderem gemischt. Deswegen schaut es so hell aus. Normalerweise ist es extrem dunkel, also wirklich voll dunkel. Und ein bisschen Farbe ins Gesicht. Ja, meine Laune, das ist meine Laune widerspiegelt. Ja, jetzt geht es, wie du, glaube ich, unten schon lesen konntest, um ein Aufgebraucht-Video. Ich drehe ja nicht jeden Monat, weil ich wirklich, ich habe hier so eine Tüte. Und die ist sehr, sehr groß. Und da die mache ich erstmal voll. Und wenn die voll ist, dann kann ich ein Video drehen. Oder habe ich für mich entschlossen, dass wenn die voll ist, dann drehe ich ein Video. Ich finde Aufgebraucht ganz interessant. Schaue ich mich selber gerne an, weil ich das finde, das ist die beste Review. Okay, jeder Mensch ist anders, jeder hat andere Duft. Geschmack oder andere, wie sagt man, Bedürfnisse eines was, und für jeden wirkt ein Produkt auch anders, aber so wie ich bin, also ich bin ein Mensch mit Mischhaut. Ne, so, jetzt erzähle ich ein bisschen über meinen Körper, über meine Haut oder sowas, damit du ungefähr weißt, vielleicht ist es ja mit dir so gleich und du hast dieselben Bedürfnisse, und dann kannst du ja sagen, ob das was für dich wäre oder nicht. Also ich habe ein Gesicht, habe ich Mischhaut. So hier habe ich eigentlich relativ normale Haut. Nicht trocken. Okay, im Winter wird es ein bisschen trocken. Da braucht mein Gesicht auch eine reichhaltige Pflege. Jedenfalls, was die Stelle hier betrifft, alles. Dann die C-Zone ist bei mir sehr ölig. Also wirklich sehr ölig. Da habe ich eine sehr ölige Haut. Aber im Winter kommt es auch sogar, obwohl es ölig ist, dass meine Nase sich schuppt. Deswegen brauche ich im Winter trotzdem relativ reichhaltige Pflege. Mein Körper an sich ist normal, also ich, klar, man hat ein bisschen hier, ein bisschen trocken habe ich. Ich habe trockene Hände, sehr trockene Hände, aber das liegt bei mir wegen meiner, was war das, wegen Leber oder Nieren, keine Ahnung, weiß ich selber nicht. Ich habe ein bisschen so eine Defunktion und deswegen, das äußert sich dann an den Füßen, an den Händen, dass ich sehr trockene Hände und sehr trockene Füße habe. Füße sind extrem trocken und rissig. Schienbein, also die untere Partie der Beine, sind auch trocken in der Hinsicht, wenn ich mich wirklich lange nicht da eincreme. Aber wenn ich mich eincreme, passt es eigentlich. Also ich brauche nicht extrem fettende Cremes oder sowas. Und der Rest des Körpers ist okay. Also du, ja, ist nicht trocken. Ja, so weißt du jetzt. Ich, wenn ich mich rasiere, kriege ich oft auch Rasierpickelchen. So, da ist meine Haut empfindlich an den Beinen. Auch manchmal eingewachsene Härchen, wer kennt das nicht? So, ja, das wäre das Größte eigentlich. Lippen, da ich sie mir jeden Tag ab und an Labello drauf schmiere, sind die eigentlich relativ gepflegt. Manchmal hat man so ein Hautschüppchen, aber ich habe keine trockenen Lippen in der Hinsicht. Genau. Und so, jetzt weißt du ein bisschen was über mich, über meine ganze Haut und so. Und jetzt kann ich auch anfangen, das Aufgebraucht-Video jetzt zu drehen, um was es eigentlich auch hauptsächlich geht. Also, ich habe als erstes jetzt, da sieht man gar nichts mehr, von MAC mein Augenbrauenstift aufgebraucht. Ich habe da hier so einen Stern hingemalt. Also, es geht, kommt nichts mehr raus. Ich kann drehen, wie viel ich will. Es ist jetzt das da, was jetzt noch oben ist, wirklich gar nichts mehr. In der Farbe Starter habe ich mir schon nachgekauft. Wenn du mein Haul-Video gesehen hast, dann weißt du das auch. Habe ich auch gekauft. Finde ich gut, kommt damit zurecht. Ist mein absolutes Favorit, was Augenbrauenprodukt betrifft. Und würde ich mir auch immer nachkaufen, obwohl es schon ein bisschen happig ist. 19 Euro. Aber das hier habe ich auch aufgebraucht. Jetzt finde ich bloß nicht.
Okay, vielleicht finde ich es noch. Deswegen lassen wir es beiseite. Dann habe ich aufgebraucht. Moment. Zwei Wattepads. Einmal die 35 Peeling-Wattepads und einmal die 40 Maxi-Pads. Die kaufe ich immer wieder nach. Bin damit zufrieden. Schöne Größe. Habe einen schon als Backup in meinem Schrank drinnen und im Bad ist auch eins drinnen, schon in Gebrauch. Was die Peeling-Wattepads betrifft, fand ich eigentlich auch immer ganz gut. Nach dem Gesicht reinigen oder nach dem Gesicht waschen habe ich immer noch mit einem Gesichtswasser und mit so einem Peeling-Pad bin ich nochmal über mein Gesicht drüber gegangen und dann hat man drüber gegangen und da hat man schon noch gemerkt, was das dann noch trotzdem noch ein bisschen Dreck war, vor allen Dingen, wenn man Make-up oder Schmink, also sich geschminkt hatte, vorher so Schminke noch im Gesicht drauf hatte. Das Peeling-Effekt fand ich auch ganz angenehm. Noch dieses zusätzliche Peeling-Effekt, was mich aber extrem immer wieder gestört hat und der Grund ist, warum ich das hier nicht mehr kaufen werde, ist, dass sie gefusselt haben. Diese Wattepads fusseln unendlich, wenn man drüber geht, auch wenn sie eigentlich feucht sind, trotzdem fusseln die. Und da habe ich mir gesagt, nee, möchte ich nicht mehr. Wenn du irgendeine andere Wattepads kennst, also Peeling-Wattepads von irgendeiner anderen Marke, könntest du es mir bitte unten in die Kommentare schreiben? Das würde mich echt interessieren, weil ich suche welche, aber habe bis jetzt keine gefunden außer die. Dann habe ich aufgebraucht, wie immer, von Ebelin Nagellackentferner. Brauche ich, glaube ich. Was heißt wie immer? Ich habe, glaube ich, jetzt nur bis jetzt ein aufgebraucht Video gemacht. Ja, also ich kaufe das immer wieder nach. Schon seit 2, 3 Jahren kaufe ich immer wieder nur diesen hier nach. Ich finde, der macht Nagellack schnell weg, entfernt den Nagellack sehr schnell. Also eine dunkle Farbe oder eine helle Farbe, ob Effektnagellack oder normal. Klar braucht man beim Effektnagellack ein bisschen länger, aber dann drücke ich es halt so an und warte wirklich 15 Sekunden und dann geht es auch ab. Also ich bin damit zufrieden, ist es mit Aceton, aber ich habe bis jetzt keine Probleme gehabt, von daher werde ich weiterhin das hier kaufen. Dann habe ich hier zwei Duschgele aufgebraucht von Balea. Rasiergele. Einmal das Rasiergel Summer Garden mit Mango-Duft für empfindliche Haut und einmal eine Limited Edition verspielte Romanze mit Kirsch- und Holunderblütenduft. Alle beide vom Rasiereffekt her super. Ich mag die Balea-Rasiergele, werde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Es gibt halt verschiedene Düfte, da probiere ich mich durch, auch wenn es fruchtige Düfte sind, obwohl ich keine fruchtigen Düfte mag. Aber von der Wirkung finde ich die gut, deswegen nehme ich das in Kauf. Was die Duftrichtung betrifft, fand ich wirklich gut. Auch unter der Dusche fand ich den Duft angenehm, obwohl es halt vor allen Dingen noch Mango ist. Mango hasse ich. Ich sage immer zu meinen Kindern, man sagt nicht hassen, aber bei mir ist es der Fall. Ich kann Mango nicht riechen. Da kommt es mir jedes Mal hoch. Es liegt, glaube ich, daran, dass meine Mutter die ganzen 40 Wochen in der Schwangerschaft nur Mango gefuttert hat. Gefuttert, gegessen hat. Und es ist gleich bei mir im Gedächtnis geblieben. Man sagt ja, man nimmt die Schmackrichtungen auf, was die Mutter zu sich nimmt. Und das hier, Mango normalerweise mag ich gar nicht, aber das hier liebe ich den. Also ich fand den sehr gut und sollte es noch geben. Im Standardsortiment werde ich es mir auch nachkaufen. Aber ich habe noch andere, die möchte ich erstmal aufbrauchen. Was Kirsche betrifft, war okay. Aber nach einer Weile ist es mir echt auf den Sack gegangen. Schaut, also es ist echt igitt, aber okay. Ist halt benutzt worden. Ne? Würde es im Standardsortiment geben, würde ich es aufgrund des Duftes nicht nachkaufen. Was einfach nicht meine Sache ist. Dann habe ich von Rexona Woman Maximum Protection das Creme Deo aufgebraucht. Benutze ich immer wieder, vor allen Dingen im Sommer. Ich weiß, dass da ist Aluminiumsalze drinnen. Soll jeder selber entscheiden, ob er es benutzt oder nicht benutzt. Ich brauche das im Sommer, weil im Sommer schwitze ich und da hält kein normales Deo ohne Aluminiumsalze oder was weiß ich. Das hält einfach nicht und dann benutze ich halt das. Im Winter steige ich dann wieder auf Aluminiumsalz ohne auf Deos ohne Aluminiumsalze zurück. Genau. Steige ich um. So.
Ja, finde ich gut. Ich mag alle Duftrichtungen, was die anbieten. Schützt wirklich, also mir bietet es wirklich genug Schutz und ja. Dann habe ich aufgebracht von Sacrotan Pro Fresh. Sanft und sensitiv. Das ist mit Duftrichtung Feige und Vanille oder sowas. Keine Ahnung. Vanille bitte. So riecht es angenehm gut. Moment. Ist auch ohne 0% Silikone, Mineralöle, Parabene, pH-neutral, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Das steht ja immer drauf. Weil wenn das nicht hautverträglich ist, dann kann man das auch nicht verkaufen. Ja. Vermindert geruchsbildende Bakterien. Ich sage jetzt mal, ich komme jetzt mal zu den positiven Sachen dieses Duschgels oder dieser Duschcreme. Es reinigt gut, es reinigt sanft, die Haut fühlt sich geschmeidig danach an. Diese geruchsbildende Bakterien, glaube ich schon, dass es vermindert, weil ich habe seit der Geburt meines Sohnes, also seit dem Großen, habe ich extreme Hormonschwankungen, also Hormonschübe. Auch die Periode ist bei mir sehr kompliziert, mal so, mal so. Und als Teenager hatte ich dieses, wo man jetzt eine Hormonumstellung hat, vom Kind zur jungen Damenfrau, hatte ich dieses Problem, dass ich halt trotz Waschen, Duschen, Seife, Deo, alles drum und dran halt doch ein bisschen stark riechende Achsel hatte. Was danach mit der Zeit dann weggegangen ist, so mit 16, 17 war es dann weg, naja, sogar früher mit 14, 15 war es dann weg. Nach der Geburt meines Sohnes hatte ich es wieder. Ist dann auch eine Zeit lang weggegangen, aber jetzt ist es wieder so, mal so, mal so, wie die Schübe halt kommen. Ich habe gemerkt, mit diesem Duschgel, da konnte ein Schub kommen, wie er wollte. Ich hatte dieses Problem nicht. Es heißt nicht, dass ich stinke, wenn ich jetzt meine Arme hochhebe, obwohl ich geduscht habe, dass es jetzt extrem riecht. Ich selber merke es. Also ich selber habe gemerkt, auch wenn ich mich gewaschen habe und dann drunter, war diese komische, also nicht extrem stark. Es war ein bisschen dein Eigengeruch, aber ein bisschen unangenehmer. Ja, und wo ich das hier benutzt habe, war es überhaupt nicht, gar nicht. Und nachdem ich es jetzt nicht mehr benutzt habe, habe ich gemerkt, es kommt wieder. Nicht mehr so extrem stark, aber es ist wieder aufgetreten. Das Negative an dem ist für mich persönlich, der Duft geht gar nicht. So finde ich ja Feige ja toll. Ich mag Feige, so riecht's gut. Unter der Dusche hat es mich jedes Mal gehoben. Es kam immer alles hoch. In der Dusche hat es so dermaßen gestunken, bis zum geht nicht mehr. Also für mich jedenfalls war das unerträglich. Deswegen habe ich wieder abermals sau viel gedrückt, dass es schnell leer geht. Und ja, ich weiß, dass jetzt nur andere Duftrichtungen gibt und dass jetzt ein neues rausgekommen ist, ist mit Honigmilch oder so. Und das werde ich mir noch mal anschauen, weil an sich fand ich das Produkt echt gut. Aber der Duft war halt kacke. Dann hat mein Freund von Darf Men Care Extra Fresh das Duschgel benutzt. Er ist mit Darf immer zufrieden, vor allen Dingen auch mit dieser Reihe. Ich glaube, es gibt nur diese Reihe, ne? Hat er gesagt, würde sich immer nachkaufen, halt nur mit anderen Duftrichtungen. Da gibt es dieses Extra Fresh, Fresh, bla bla bla. Ja. So wie Dusch das. Vom Man Deo Spray hat er auch aufgebraucht, die Fresh Version. Da sagt er nicht viel. Hauptsache, es duftet angenehm und es schützt einigermaßen. Von daher hat er auch nicht viel gesagt, aber er hat es halt aufgebraucht. Und dann, was ich auch aufgebraucht habe von La Vera Naturkosmetik, Gott sei Dank war es eine Limited Edition, Pink Energy Duschgel, Bio Pink Grapefruit und Bio Pink Pepper. Spendet intensive Feuchtigkeit, erfrischt die Haut. Positive Eigenschaften, hat wirklich die Haut erfrischt. Ich habe es eben jetzt im Sommer getan, also jetzt noch, wo die heißen Tage waren, habe ich das jetzt alles aufgebraucht. Hat wirklich Feuchtigkeit gespendet. Meine Haut hat sich nicht ausgetrocknet gefühlt, obwohl es keine Cremedusche ist. Hat es sich trotzdem so.
mit Feuchtigkeit versorgt angefühlt. Ja, so kann man das sagen. Was mich da megamäßig wieder einmal gestört hat, war der Duft. So fand ich den Duft in Ordnung. Ich bin ja nicht so sehr Naturkosmetik-Fan, aber. Aber ich mag Grapefruit, weil es halt zitrisch ist. Es ist halt nicht dieses Fruchtige, sondern zitrisch. Fand ich ganz gut. Und mich hat auch dieses Pink Pepper neugierig gemacht. Aber unter der Dusche, um Gottes Willen, es hat wieder mal so gestunken. So unangenehm, dass ich wieder mal viel ausgedrückt habe, damit viel rausgekommen ist, damit ich schnell leer mache. Ich hatte noch eins, aber den gebe ich weg, weil das war in einer Box, in der Pink Box, glaube ich, war das. Nicht Pink Box, in der Glossy Box. Und das geht gar nicht. Nee, danke. Dann habe ich aufgebraucht von Protex meine Seife aus Brasilien, Suave. Eliminiert 99,9% der Bakterien. Das habe ich für Händewaschen benutzt oder für mein Gesicht, mein Gesicht zu waschen. Hat nicht ausgetrocknet. Mein Gesicht nicht ausgetrocknet. Hat auch nicht gebrannt. Also ich kann ruhig mit normaler Seife mein Gesicht waschen. Das tut mir nichts. Und wenn meine Mutter oder irgendjemand wieder was von Brasilien mitbringen würde und solche Seifen würden dabei sein, dann würde ich die auch weiterhin benutzen, weil ich finde die ganz gut. Ein sehr sauberes, frischer Duft, pudrig, mag ich. Würde ich wieder benutzen. Und dann habe ich aufgebraucht einen Lippenstift von Manhattan. Der ist schon asbach alt. 2010. Also 5 Jahre. Aber der war in Ordnung. Ich habe zwei von dieser Limited Edition gekauft. Das war so irgendwie so eine Safari oder sowas. Und die Farbe war Creamy and Nude Lipstick in der Farbe 53 Hair Rosewood. Und wie man sieht, habe ich echt alles leer gemacht. Auch, weil bei denen ist es ja so, dass du auch das da hier unten auch machen kannst. Sogar das habe ich aufgebraucht. Kann ich jetzt irgendwie noch eine Farbe? Also es war ein nudiger Ton. Hier. Mit silbernen Schimmerpartikel drinnen. Ich fand ihn wunderschön. Ich habe ihn sehr, sehr gerne getragen. Und jetzt ist er zu Ende. Es war einer meiner. Ich hatte wenig Lippenstifte zu Hause, wo ich den gekauft habe. Und den hatte ich sehr oft benutzt. Nachdem ich halt mehr und mehr Lippenstifte gekauft habe, ist der ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber den habe ich jetzt aufgebraucht. Den anderen muss ich noch aufbrauchen. Würde es nochmal denselben geben, würde ich ihn nachkaufen. Dann habe ich wieder mal mein Balea Oil Repair Haaröl aufgebraucht. Maki, das ist mein Lieblings, mein Favorit für meine Haare. Nach den Haare waschen, ins nassere Haar rein und meine Locken. Okay, gestern, heute habe ich es nicht gemacht. Heute habe ich meine Haare nicht gewaschen, einfach nur ein bisschen nass gemacht. Aber die Locken kommen schön raus. Ich spende auch Feuchtigkeit. Meine Haare fühlen sich gut an. Von daher werde ich es immer wieder nachkaufen. Ja. Dann hat meine kleine Elmex-Zahnpasta aufgebraucht. Ich mag Elmex nicht, aber sie findet es gut. Meint, es ist nicht scharf. Ich muss immer, normalerweise bei den anderen habe ich sie einfach alleine putzen lassen. Jetzt putze ich nochmal nach, weil ich habe irgendwie das Gefühl, der geht nicht, der löst sich nicht auf und so werden die Zähne nicht richtig geputzt, habe ich das Gefühl. Aber sie findet es okay. Dann gehe ich nochmal mit der Zahnbürste nach und dann passt es auch schon. Ja. Würde ich für sie immer wieder nachkaufen. Dann habe ich eine Handcreme aufgebraucht von L'Occitane, die 20% Shea Buttercreme für trockene Haut. War sehr reichhaltig, aber mir hat es irgendwie nichts gebracht. Also es war in dem Moment, für 5 Minuten waren meine Hände ganz in Ordnung, danach waren die wieder staubtrocken, als ob das einfach so eingezogen hat. Und ja, also ich habe es aufgebraucht, vom Duft war es angenehm, für zwischendurch war es okay, aber richtig was gebracht war es ja nicht, hat es nicht. Und das war ja so gehypt, diese Creme, ne? Die war ja so hoch gelobt. Aber ja. Also nachkaufen, nein, die ist auch viel zu teuer. Dann habe ich ein Deo aufgebraucht und zwar von CD. Wasserlilie. Ja. Und die fand ich ganz gut. Das hat meine Mutter mir mal gekauft. Die habe ich dann auch schon aufgebraucht gehabt und das habe ich mir nachgekauft. Für unterwegs in die Handtasche, deswegen immer diese Größe zum Auffrischen, einfach so, um ein bisschen Duft dem Körper zu geben.
habe ich das gerne benutzt. Jetzt im Winter werde ich es nur das benutzen, also nicht mehr diese Creme, diesen Creme-Deo, sondern jetzt das da. Finde ich ganz gut, würde ich auch immer wieder nachkaufen, bis ich irgendwann mal die Schnauze voll habe vom Duft. Dann habe ich von Roberto Cavalli Just Cavalli aufgebraucht. Das ist, war eine 30 Milliliter Flasche. Es ist für mich pudrig, sinnlich, blumig. Ist es frottierblumig? Blumig, aber blumig mit pudrig zusammen. Ein bisschen, ne, nicht orientalisch, aber wie schon gesagt, sinnlich verführerisch, finde ich. Und den fand ich richtig gut. Auch im Sommer habe ich den gerne benutzt. Und den habe ich jetzt komplett leer gemacht. Den werde ich definitiv irgendwann mal nachkaufen, weil den Duft mag ich echt sehr. Aber ich habe so viele andere Parfüms, die will ich erstmal noch so einigermaßen aufbrauchen. Ja, aber das Flakon werde ich vorerst noch behalten. Dann hat mein Freund ein Parfüm aufgebraucht von Hugo Boss. Waren 50 Milliliter drin. Ah, das war ein Eau de Toilette. Ja, fand ich in Ordnung. Also er fand es gut. Ich fand es vom Duft auch ganz okay. Es ist auch so ein bisschen herb, aber nicht zu herb. Herb frisch, leicht süßlich, finde ich. Ja. Gut. Dann habe ich noch eine Handcreme aufgebraucht von Sensilin mit Aloe Vera, Kamille und Alpha-Bisabolol. Eine sehr flüssige Creme. Für eine Handcreme wirklich zu flüssig, fand ich. Also für meine sehr, sehr trockenen Hände war es nichts. Da brauche ich echt was Reichhaltigeres. Und es hat schnell, ist schnell eingezogen. Der Duft war auch ganz in Ordnung. Hat irgendwas Medizinisches, so klinisch, keine Ahnung. Frisch, sauber, aber für mich ist es nichts. Es war einfach mir zu dünn. Für jemand, der so nur ein bisschen Pflege braucht für die Hände, ist es, glaube ich, was, aber für mich definitiv nicht. Dann habe ich meine Mascara aufgebraucht von Essence. Die Lash Princess Mascara, also die orangene Version. Die fand ich gut, ich kam mit ihr zurecht. Ich habe mich mit der kaum gekleckert, obwohl ich mich immer mit irgendeiner Wimperntusche klecker, mit der eigentlich sehr, sehr wenig, also sehr selten. Würde ich sie mir nachkaufen? Ja. Bei mir hat es ein bisschen, also wenigstens ansatzweise gezeigt, dass ich irgendwie Wimpern habe. Aber wirklich Volumen oder Länge hat es bei mir nicht gemacht, aber das macht bei mir irgendwie gar keine, weil ich habe wirklich einfach zu wenige und zu kurze Wimpern. Da kann ich machen, was ich will. Aber würde ich sie mir nachkaufen? Ja, weil ich mit der am besten zurechtkam. Aber jetzt momentan nicht, da ich andere Mascaras habe, die ich aufbauen will. Was jetzt wegkommt, ist dieser Pinsel von Glossy Box. Erstens stinkt er wie die Pest, aber man wäscht ja normalerweise im Pinsel. Zweitens, es soll ein Blush Brush sein. Ich kann aber mit der Größe einfach nichts anfangen. Keine Ahnung, ich kann nichts damit anfangen. Die Form gefällt mir nicht. Sie ist weich in Anführungszeichen. Aber was mich am meisten stört, sowas. Man kann doch sowas doch nicht weggeben. Ich habe das immer aus der Tüte raus. Einmal habe ich es jetzt ja kurz vor kurzem raus und jetzt ist es schon so. Also sowas gebe ich auch nicht weiter. Verschenke ich nicht, verlose ich nicht, gar nichts. Es kommt einfach in den Müll. Dann habe ich zwei Feilen aufgebraucht. Einmal vom P2 eine Feile. Die ist extra für brüchige Nägel. Beide Seiten gleich. Und dann von Essence Studio Nails Banana File in Medium. Einmal zum Kürzen, einmal zum in Form feilen. Die hier hat mir überhaupt nichts gebracht, weil die dann doch zu feinkörnig war. Halt für brüchige Nägel, aber für mich war es nichts. Die kommt weg, würde ich auch nicht nachkaufen. Die kaufe ich immer wieder nach und werde ich mir weiterhin auch nachkaufen, weil ich gut fand, dass man schnell die Nägel kürzen kann. Und der hier hat es wirklich auch schön gleich schnell in die Form gebracht. Von daher finde ich die super, es ist handlich. Mag ich, kaufe ich immer wieder nach. Dann habe ich noch eine Handcreme aufgebraucht von Hansan, 5% Urea. Ja, war ganz gut. Der Duft ist halt angenehm. Auch so sauber, pudrig ein bisschen. Hat schon gepflegt,
Aber ich glaube, ich erwarte einfach viel mehr von einer Handcreme. Ich suche immer noch eine Handcreme, die wirklich Wunder bewirkt, dass meine Hände nicht nach einer Stunde gleich wieder so richtig diese grauen Stellen hat, weil es einfach nur zu trocken ist. Ja, ich probiere mich durch. Ankaufen, wenn es gar keine mehr geben würde oder mich gar keiner zufrieden, dann würde ich die schon nachkaufen. Ja, aber so probiere ich erstmal andere. Und ich habe noch so viele andere Handcremen. Dann habe ich hier eine Handcreme von Anika Essentials Repair Hand Balsam für die Nachtstrapazierte, für strapazierte Hände. Die fand ich gut. Es hat auch nach ein paar Stunden, also ich habe es nachts aufgetragen. Wenn ich aufgestanden bin, hatte ich echt schöne, geschmeidige Hände und es hat wirklich 2, 3, 4 Stunden sogar gehalten, dass es wirklich trocken war. Also für eine Nachtcreme ist sie gut. Gibt sowas auch in Tags, würde ich die mir auch kaufen und austesten, weil die fand ich echt nicht schlecht. Dann habe ich noch einen Augenbrauenstift aufgebraucht und zwar die Farbe Brünett. Genau, da hier, Brunette, die ist ein bisschen, man sieht ja hier, es ist heller. Und hier, okay, jetzt sieht man den Unterschied nicht, aber die ist halt heller. Mit der habe ich halt einmal früher die Augenbrauen gemacht, aber jetzt gefällt es mir doch, wenn es ein bisschen dunkler ist, es ist ein bisschen ausdrucksstärker. Also die Reihe kaufe ich mir immer wieder nach. Dann habe ich, genau, das war's hier. Also von Smashbox, die hat 20 Euro gekostet. Das war auch so ein Augenbrauenstift, also Brow Tech to Go. Ein Augenbrauenstift plus Gel. Also das ist ein bisschen länger, da hinten ist halt das Gel und da hier war der Augenbrauenstift drinnen. Also wird es ungefähr so lang, so viel drin gewesen sein. Ich habe es zweimal aufgebraucht und zweimal benutzt. Dann habe ich es in die Tasche mal reingetan. Jetzt kommt gar nichts mehr raus. In die Tasche reingetan. Und es war warm. Und dann tue ich es wieder raus irgendwann mal und will es benutzen. Und das Ding war geschmolzen. Also man hat echt nur, wenn man es so ein bisschen aufgetreten hat, war voll die Pampa. Dann habe ich. Danach ging es nicht mehr. Dann kam nichts mehr raus. Also ich habe es wirklich nur zweimal benutzt. Und danach habe ich es halt in den Kühlschrank, damit es fest wird und da ging nichts mehr raus. So wie das jetzt hier ist, war es danach und für 20 Euro ist es ein Scheißprodukt. Ich habe jetzt das Augenbrauengel behalten, weil den finde ich ganz gut so, aber das nochmal kaufen. Ich mag Smashbox, aber das war für mich die riesengroße Enttäuschung. 20 Euro für zweimal Augenbrauenstift? Hallo? Nee, danke. Dann habe ich hier so von Ebelin 25 Feuchttücher aufgebraucht. Sowas habe ich immer in meiner Handtasche für zwischendurch, wenn meine Kinder die dreckigen Hände haben in der Stadt oder im Spiel auf dem Spielplatz oder ich mal dreckige Pfoten habe. Ist nicht ganz gut. Ob ich sie nachkaufe, bestimmt. Ich nehme mal das, was gerade mir in die Hände fällt und tue es dann einkaufen und tue es in die Handtasche. Wird bestimmt wieder mal zum Einsatz kommen. Ja. Dann habe ich hier eine Maske gebraucht von Luvus. Ich glaube, das ist Luvus, ne? Heilerde. Nee, das war irgendwie Aqua irgendwas. Belebt die Haut und spendet Feuchtigkeit mit Algenmeerwasserextrakt und naturreinen Heilerde. Die fand ich echt geil, also die fand ich genial. Die hat wirklich Feuchtigkeit gespendet. Das war richtig ein Feuchtigkeitsbooster. Es ist halt so. Jetzt habe ich noch Staub an den Ding dran. Man sieht es, glaube ich, so ein braun, wirklich so heilerdmäßige Farbe. Sehr angenehm zum Auftragen, leicht zum Auftragen, ein bisschen schwerer runter zu machen. Da musste man echt, ich weiß nicht, ob man mit Feuchttuch oder die abgewaschen hat, aber ich glaube, ich habe es abgewaschen. Aber danach hat sich die Haut so prall, so gut angefühlt, richtig mit Feuchtigkeit durchtränkt. Auch einen Tag später war es immer noch so, hat sich die Haut gut angefühlt. Und ich glaube, wenn man das wirklich regelmäßig benutzt, bringt es echt was. Die werde ich mir definitiv nachkaufen. Dann habe ich hier von
von Garnier, glaube ich, dieses Pure Active 3 in 1 aufgebraucht zum Pröbchen. Das hatte mir die liebe Nathalie von Canal Sweet Jasmine Baby in mein Geburtstagspäckchen mit reingelegt. Fand ich gut, sehr erfrischend, sehr prickelnd. Ich habe es als Scrub benutzt. Man kann es auch nur zum Waschen benutzen oder als Maske. Ich habe das halt als Peeling benutzt und fand ich ganz gut. Und ich glaube, ich werde, wenn ich meine anderen Sachen aufgebraucht habe, werde ich das da jede große Version holen, um das mal so zu benutzen. Ja. Meine Haut hat sich danach richtig gut angefühlt. Also die ganzen Hautschüppchen waren weg, hat sich frisch angefühlt. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, ein Kombi mit dann das, ja genau, das war dann ein Kombi mit dieser Maske und dann war das war genial. Dann habe ich hier von René Fautorer eine Absolue Keratin Maske benutzt für sehr beanspruchte und kaputte und splittende Haare. Dann habe ich das aufgebraucht und das ist für Haare. Gott. Tut man so eine walnussgroße Klecks auf die Hand und tut es ins Handtuch trockene Haar einmassieren. Von der Haarlänge bis in die Haarspitze, also nicht auf dem Haaransatz. Und lässt man 5 bis 8 Minuten entsprechend der Schädigung der Haare drinnen einwirken lassen und tut das dann auswaschen, also auch noch die Knoten auskämmen und so und danach auswaschen. Ich fand, es hat überhaupt nichts gemacht. Ich habe echt extrem kaputte Spitzen und brüchige Spitzen, also von hier runterwärts geht es immer mal kaputt. Ich mache nur so und das geht schon kaputt. Nichts. Es hat sich auch sehr stumpf angefühlt, meine Haare danach. Anstatt dass es sich geschmeidig anfühlt oder so, das hat sich stumpf angefühlt. Also ich werde es mir definitiv nicht kaufen. Gott sei Dank war es nur ein Pröbchen, was in irgendeiner Box ist, war, aber also für mich, dass ich sage, ich kaufe das mir jetzt danach, nein, mache ich nicht. Dann habe ich von Pantene Pro-V eine, also Nutritiv Intensivpflege 2-Minuten-Kur geholt, und zwar das Volumen pur. Hat einen Schweißdreck gemacht, also von wegen Volumen, nee, es hat richtig gut gerochen. Sehr gut gerochen, so ein süßlicher Duft. Meine Haare haben sich geschmeidig angefühlt. Das hat sich gut durchkämmen lassen. So an sich für unter der Dusche, um die Haare durchzukämmen und so ganz gut. Aber das ist irgendwie Volumen, dass meine Haare volumiger waren. Ihr sagt ja, wahrscheinlich, du wirst wahrscheinlich sagen, du hast doch schon Volumen. Ich hatte viel, viel mehr. Ich habe so einen Haarausfall. Naja, egal. Ich habe da kein Ergebnis gesehen. Vor allen Dingen, wenn ich meine Haare geglättet habe. Genau, das war es ja. Ich habe es meistens benutzt, wenn ich meine Haare glatt geföhnt habe. Und da hat es nichts gemacht, gar nichts. Da waren sie genauso platt wie vorher. Und dann habe ich noch von L'Oréal Paris El Vital das Anti-Haarbruch-Wunder auf die El Vital Anti-Haarbruch-Wunderaufbaukur zum Ausspülen aufgebraucht. Und ja, die fand ich echt gut. Also man hat gemerkt, dass die Spitzen weniger brüchig waren und hat einen richtig schönen Glanz verleiht. Die Haare waren schön glänzend, haben sich super gut angefühlt und ich kann mir echt gut vorstellen, dass ich mir auch vom Duft was angenehm, dass ich mir diese Aufbaukur nachkaufen werde. Ich fand sie ganz gut. War echt damit zufrieden. Sofortstärkung und Aufbau. Extra Geschmeidigkeit und Glanz für trockenes, strapaziertes oder brüchiges Haar. Doch, also dafür, dass ich meistens immer voll enttäuscht worden bin von Aufbau und Kuren und Spülungen. Also sprich, dass sie eigentlich bei mir nichts gemacht haben, bis auf, dass ich das beim Kämmen, also unter der Dusche, die Knoten rauskämme oder sowas, es halt geholfen hat. Habe ich nicht sehr viel Wirkung gesehen, aber da habe ich schon was gemerkt und das fand ich ganz gut, ja. Und dann habe ich jetzt im Sommer jetzt über, seit ich das hier hatte, dann noch das Shampoo aufgebraucht von Elvital Sun Defense, schützendes Sommer-Shampoo. Das war eine Limited Edition. Ich fand den Duft ganz in Ordnung. Hat auch schön gereinigt. Ich habe das auch meistens in der Kombination
mit der Aufbaukur hier benutzt. Hydratisierender Lotusnektar mit UVA- und UVB-Filter schützt vor Austrocknen, intensive Pflege, sofortige Regeneration. Also, wenn ich jetzt, ich war ein paar Mal im Schwimmbad und auch am See und sonst was und war auch draußen Sonne, Sonne genießen. Vor der Austrocknung glaube ich schon, dass es geholfen hat. Weil Chlorwasser ist egal, ob blondes Haar, dunkles Haar, helles Haar, es greift schon das Haar an. Aber sonst, jetzt ob es UVA oder UVB, vor UVA oder UVB geschützt hat, weiß ich jetzt aber nicht. Kann schon sein. Hat gut gereinigt, meine Haare haben sich gut angefühlt, hat auch mir keine Schuppen verursacht, weil ich bin ein bisschen empfindlich, was Shampoos betrifft. Ich habe manchmal eine trockene Kopfhaut, vor allen Dingen, wenn das vom Winter zum Frühling übergeht oder vom Herbst zum Winter, sowas, ja. Aber es gibt manchmal Shampoos, da kriege ich einfach Schuppen. Aber da hier habe ich nichts gekriegt und das finde ich gut. Aber ich glaube, das ist hilfreicher für helles Haar. Also ja, das ist doch ein bisschen besser für helles Haar ist, weil die werden doch mehr angegriffen durch die Sonne und durch das Wasser und so, als, glaube ich, dunkles Haar. Ja, deswegen würde ich es, glaube ich, für hellhaarige. Den würde ich das empfehlen, mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr wiedergeben wird. Ich habe noch zwei davon, weil es waren in jegliche Box, die ich hatte, war sowas drinnen. Und dann habe ich jetzt noch zwei, aber das eine werde ich wahrscheinlich nächsten Sommer benutzen, das andere verschenke ich vielleicht auch so, aber das war ganz okay. Dann habe ich hier noch, also ich nicht, mein Sohn hat von Bübchen das 3-in-1 Shower und Shampoo plus Pflegebalsam aufgebraucht. Ich war immer damit zufrieden als Mutti. Es riecht göttlich. Es riecht echt so schön. Hat super gereinigt den Körper. Hat auch wirklich extrem gepflegt. Also mein Sohn kam raus von der Dusche schon wie eingecremt. Man konnte damit die Haare waschen. Die Haare haben sich super weich angefühlt. Und auch sauber angefühlt, haben gut gerochen. Ich fand es super, super geil. Aber mein Sohnemann wird jetzt langsam älter und mag die Duftrichtung nicht mehr. Er meint, das ist zu kindlich. Und benutzt jetzt halt die grüne Version. Das hat einen anderen Duft und das mag er mehr. Und meint, das ist nicht so kindlich wie das hier. Aber sonst hätte ich es eigentlich immer wieder nach. Also ich habe es damals so oft immer nachgekauft. Das war das Einzige, was er benutzt hat. Aber jetzt werde ich es leider nicht mehr nachkaufen, dafür das andere. Meine Tochter benutzt sowieso das für sensible Haut. Ich muss mit dem Popo weiter nach hinten. So. Dann habe ich hier von Balea Professional Locken Power Spray aufgebraucht. Das ist, glaube ich, schon meine dritte oder vierte Pulle. Früher habe ich das mit Kombination mit einer Lockencreme benutzt. Die habe ich auch noch, die muss ich jetzt noch aufbrauchen. Aber wie schon gesagt, ich habe ja dieses Repair Oil Öl. Und da bin ich damit super zufrieden und benutze nur das. Aber jetzt, so Laufe des Tages oder am nächsten Tag, wenn ich nicht unbedingt Bock habe, meine Haare zu waschen oder nass zu machen, mit dem Öl wieder so einzuschmieren oder sowas, dann benutze ich nur das hier, sprühe das mir ins trockene Haar und dann gibt es wieder meinen Locken schöne Definition. Und also die definiert dann die Locken wieder und haben ein bisschen mehr Sprungkraft und sitzen dann wieder so einigermaßen, wie die sitzen sollen. Weil Locken sitzen ja nicht, wie sie sitzen sollen. Das machen, was sie wollen. Aber es sieht wenigstens dann wieder schön aus. Ich es mir nachkaufen? Ja. Ich habe das früher immer halt nur in Kombi mit den anderen benutzt. Aber das jetzt zum Auffrischen werde ich es definitiv weiterhin benutzen. Und deswegen kaufe ich das mir jetzt auch bald wieder nach. Dann habe ich, nicht ich, meine Tochter von Johnson, Baby Johnson Baby Shampoo aufgebraucht. Das war von Brasilien. Ich glaube aber, ist es eine amerikanische oder englische Marke? Also es wird oft aber in südländischen Ländern verkauft. Also Italien.
Hier habe ich sowas noch nicht gesehen oder selten. Also in Italien weiß ich, dass es gibt, in Spanien, Portugal, Brasilien, sonst was. Aber hier muss ich nochmal nachgucken. Weißt du das? Kannst du mir unten schreiben? Also Johnson-Marke, Babypuder und sowas. Ja, also sie hatte Shampoo aufgebraucht. Ein sehr sauberes, frisches, sehr sauberer, frischer Duft. Ein bisschen so kamillenartig, finde ich. Aber ich glaube, da ist gar keine Kamille drinnen. Nein, aber irgendwas hat es. Es riecht echt göttlich. Hat gut die Haare gereinigt. Hat auch, obwohl es mit Duft, klar hat es Duft, hat es keine Auswirkungen gehabt auf meine Tochter. Das soll den pH-Gleichgewicht, wie sagt man, pH-neutral oder es ausgleichend halt, sowas. Ja, da steht auch No More Tears. Kann ich nicht bestätigen. Meine Tochter hat bei jedem Scheiß immer gleich gesagt, Shampoo in den Augen oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so war oder ob die sich immer jetzt mal eingebildet hat. Aber ja, ich fand es gut und wenn ich jetzt wieder irgend an sowas rankommen sollte, würde ich es auch wieder kaufen, solange sie noch so klein ist. Jo. Es hat auch eine Griffigkeit in ihrer Haare, weil sie hat sehr dünnes Haar. Es hat gut gereinigt, aber danach hast du richtig Griffigkeit in der Hand gehabt. Und wenn sie dann geföhnt, wenn man die Haare dann geföhnt hat von ihr, dann hat es auch so wie Art Volumen gegeben. Weil sie hat echt sehr, sehr feines Haar. Oben ist es meistens aber dann ein bisschen platt. Und unten die Spitzen waren ein bisschen widerspenstig halt. Weil, ja, weil diese Schwere halt nicht da ist, ne, damit sie in Form bleiben. Und mit dem Shampoo fand ich das echt nicht schlecht. Also doch ganz gut. Dann habe ich aufgebraucht von Sanssouci das Anti-Aging Radiance Feel the Go. Die Anti-Age Radiance Feel the Glow Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 15. Das habe ich immer aufgetragen, wenn ich Make-up aufgetragen habe, weil es trotzdem noch einen schönen Glow gegeben hat. Also das hatte so silber Schimmerpartikel drinnen, die man auch gesehen hat, wenn man es nur so aufgetragen hat. Das ist aber echt nicht. Nichts mehr drin. Nein, da kannst du drücken, wie viel du willst. Aber da waren halt Schimmerpartikel, die man auch gesehen hat. Aber mit dem Make-up waren sie doch. Hat man Glow gehabt im Gesicht, aber da waren sie doch nicht mehr so eich zu erkennen. Wahrscheinlich, wenn man das mit halt Make-up halt so gemischt hat, dann wurde dieser Glanz ein bisschen zurückgezogen. So fand ich es ganz gut. Es war auch sehr feuchtigkeitsspendend. Meine Haut hat sich gut angefühlt. Make-up ließ sich super danach auftragen. Es war dann nicht so, dass es irgendwie rutschig war oder so. Würde ich es mir nachkaufen? Ich weiß es nicht. Also von der Wirkung her ja, mir hat es gut gefallen. Aber ich glaube vom Preis her, glaube ich nicht. Ich muss mal gucken, wie viel das kostet und wo man das herkriegt. Aber wenn es wirklich echt teuer ist, dann nicht wirklich. Dann habe ich noch aufgebraucht von Balea. Das hat mir auch die liebe Nathalie in meine Geburtstagsbox reingelegt. Die Feuchtigkeitskonzentratkapsel. Milder Trockenheitsfältchen. Ich fand sie gut. Auch als Unterlage zu Make-up. Also bevor ich den Make-up aufgetragen habe. Steht auch noch, pflegt die Haut mit Olivenöl und Vitamin E mit Algenextrakt. Aber das ist jetzt wirklich eine tägliche Pflege für mich sein. Also für mich ist es keine tägliche Pflege. Es waren 7 Kapseln für 7 Anwendungen drinnen. Man könnte es ja rein als Kur sehen, wenn da keine Silikone drin wären.
Da hier ist das Einzige, was mich halt gestört hat, gleich an erster Stelle die Metikone. Und das hat man auch gespürt, wenn man es aufgetragen hat. Wie schon gesagt, unter dem Make-up, um ein bisschen die Poren auszugleichen und Linien oder Falten ein bisschen verschwinden zu lassen, super. Aber als Pflege an sich, nein. Ich habe mich sehr gefreut drüber, aber wie schon gesagt, wenn es sowas gäbe, was auch, wie schon gesagt, milde Trockenheitsfältchen, also was Trockenheitsfältchen mildert, ohne Silikone würde ich das mir definitiv nachkaufen. Aber das so, da es so viel Silikone hat, nein. Aber danke nochmal, liebe Nathalie. Dann habe ich hier noch aufgebraucht von Derma Regulation, ein Regulat Beauty Bioorganic Energetic Facial Tonic, ein Gesichtstonikum. Das war in der Glossy Box drinnen. Ja. Ich hatte es in meinem Kühlschrank und im Sommer habe ich es gerne benutzt, bevor ich das Make-up gemacht habe, also benutzt habe. Also es war immer so, hier habe ich nichts gemacht. Ich habe erst das da und dann eine Creme benutzt. Entweder diese Kapseln oder die Sanssouci-Creme. Es war sehr erfrischend. Der Duft ist sehr kräuterig, naturkosmetisch belastet. Ja, schon sehr kräuterig. Von daher nicht mein Fall. Wie schon gesagt, sehr erfrischend. Es hat noch einen schönen frischen Kick gegeben, hat noch ein bisschen die Haut ein bisschen Feuchtigkeit gespendet. Aber dass ich das jetzt nachkaufen würde, nein. Weil es gibt andere, die genauso gut sind und genauso funktionieren. Und glaube ich, sogar mehr drin ist und billiger sind. Also hier sind 30 Milliliter und ich bin mir fast sicher, dass es ein Originalprodukt war. Und ich bin mir auch fast sicher, dass es doch nicht gerade billig war. Von daher würde ich es mir nicht nachkaufen. Aber vom Effekt her war es ganz in Ordnung. Wie schon gesagt, sehr erfrischend, für den Sommer ideal. Dann habe ich aufgebaut von Benefits Day Don't Stray. Mein Pröbchen, den hatte ich echt super, super lange. 2 Jahre? 3 Jahre? Sowas im Dreh rum. Hier ist noch die Farbe. Aber da ist echt nichts mehr drin, oder? Weil jetzt